Welcome to the Lightning Talk Session on day 4. So, willkommen zur Lightning Talk Session von Tag 4. Die dritte Session heute. Wer von euch hat die anderen beiden Sessions besucht? Okay, nett. Wir haben schon eine ziemliche Fanbase. Also, lassen wir uns mal sehen. Dann wisst ihr wahrscheinlich alles, was ich euch jetzt erzähle. Aber ich wollte einfach mal eine kurze Einführung geben für die Speaker, wie man denn Lightning talkt. Also, wenn euer Talk dran ist, dann passt auf, dass ihr in einer der ersten Reihen sitzt, damit ihr schnell auf die Bühne kommt. Wenn ihr hier oben seid, sprecht in das Mikrofon. Denkt daran, das Mikro gegebenenfalls einzustellen, wenn ihr größer oder kleiner seid als ich. Und bewegt euch nicht zu weit davon weg und dreht euch bloß nicht um. Denn das Audio, was wir dann kriegen, wird nicht ordentlich aufgenommen. Wisst, was ich meine. Dann benutzt den Klicker, um die Slides weiter und zurück zu bewegen. Bleibt entspannt und zieht euren Talk durch. Dann seid rechtzeitig fertig, denn wir sind hier die Lightning Talks. Wir haben nur 5 Minuten für jeden Speaker. Nach dem Talk erhaltet ihr einen Applaus und Profit. Wie hört man Lightning Talks zu? Es ist ziemlich einfach. Seid wunderbar zueinander und beachtet den Zeitmesser. Das ist dieses farbige Dingens neben mir, das uns hilft, die Zeit, die der Speaker kriegt, zu visualisieren. Ja, wie die meisten von euch es inzwischen wissen sollten, wie es funktioniert. In den ersten 4 Minuten eures Talks gibt es diese grüne Linie, die immer höher geht bis oben. Und wenn es so ist, dann habt ihr noch genau eine Minute. Und dann wird es von unten aus gelb. Das sind die letzten 60 Sekunden. Rot sind die letzten 30 Sekunden. Und wenn es fast ganz oben ist, dann ist eure Zeit vorbei. Und wir hassen es, Speaker zu unterbrechen. Deswegen fängt das Ganze 5 Sekunden vorher an zu blinken. Dann müsst ihr helfen mit 5, 4, 3, 2, 1. Wunderbar, danke. Ja, okay, ich glaube, das müssen wir nicht nochmal üben. Die sind alle schon ziemlich gut ausgebildet. Wir haben Übersetzungen von Deutsch zu Englisch und Englisch zu Deutsch. Wenn ihr die gerne hören würdet, dann guckt ins Wiki im Bereich Translations oder streaming.c3lingo.org. Denn wir haben das Ganze dieses Jahr nicht überdeckt. Hier könnt ihr dann rausfinden, wie ihr den übersetzten Streams zuhören könnt. Los, lass uns was tun. One more thing, please leave the clicker on the lectern here. All right, let's go. Gut, okay, los geht's. Ich würde gerne drüber sprechen, über das Internet of Things und die Probleme, die es gibt und meine Ansätze, das zu lösen. Also, es geht im Grunde darum, dass das Internet der Dinge nützlich ist. Es gibt zum Beispiel, wenn du hast einen Thermostat und du möchtest es eine Temperatur einstellen, wenn du nach Hause gehst und wenn du zu Hause bist, dann soll es schon warm sein oder die Temperatur haben, die du haben möchtest. Aber es gibt halt Probleme damit. Zum Beispiel, die meisten Lösungen nehmen zentralisierte Server, der halt kontrolliert wird von dem Hersteller des Gerätes. Und die Nutzer haben dann nicht viele Wahlmöglichkeiten. Und es kann auch sein, dass der Hersteller das Gerät einfach abschaltet, und das ist natürlich noch schlimmer eigentlich. Und das kommt tatsächlich vor. Wenn man sich ein paar Google-Geräte anguckt, dann kann es sein, dass nach 3 Stunden sozusagen das Ganze nicht mehr funktioniert. Und der Benutzer hat dann keine Wahl, als ein anderes zu kaufen. Und natürlich brauchen die meisten Geräte das Internet, damit es funktioniert. Und man kann die Temperatur also des Zuhauses nur einstellen, wenn man eine Internetverbindung hat. Und ich habe hier so ein kleines Diagramm mal gezeichnet, wie das funktioniert. Alles verbindet sich mit einem zentralen Server. Und dann benutzt man das Telefon oder den Rechner, um sich über diesen Server zu verbinden und die Kommandos an die Geräte weiterzuleiten. Die Lösung dafür
die ich vorschlagen würde, sind drübergelegte Netzwerke. Also alles verbindet sich tatsächlich direkt mit den Geräten. Und wenn das Gerät nicht im selben Netzwerk ist, dann sollte es etwas Hilfe von dem zentralen Server benutzen, der von dem Hersteller hergestellt wird, bereitgestellt wird oder vielleicht auch von einer anderen Partei. Und der weiß sozusagen nicht genau, welche Daten gesendet werden, und der Server ist auch nicht speziell für ein Gerät eingerichtet, sondern er hilft einfach nur, diese Verbindung herzustellen. Ja, es ist manchmal schwierig, durch Firewalls durchzukommen, ohne die Hilfe von so einem Server. Mein Overlay Network heißt Husanet, und das, was mich inspiriert hat, sind das andere Projekte. Zum Beispiel verteiltes DNS und ähnliche, und die Geräte identifizieren sich durch einen Hash ihres öffentlichen Schlüssels, um die Verbindung zu authentifizieren. Und der Hash des öffentlichen Schlüssels ist einzigartig, er ist auch lang genug, und es ist quasi, dazu gibt es auch noch eine globale IPv6-Adresse. Und wenn man diese ID kennt, dann kann man sich mit einem anderen Gerät tatsächlich verbinden. Zum Beispiel kann man das pairen untereinander, man kann halt gucken, okay, gibt es einen ähnlichen oder gibt es den gleichen Identifier, stimmt der mit dem in der App überein, und dann sieht man, dass man mit dem richtigen Gerät verbunden ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ich das gemacht habe. Wenn es Zero Tier One zum Beispiel gibt, was ein Overlay-Network ist, das viele diese Charakteristiken bereits unterstützt und das außerdem Hashes von öffentlichen Schlüsseln als um die Authentizität festzustellen, benutzt. Ich wollte halt sicherstellen, dass meine Lösung auf noch anderen und besseren Geräten funktioniert. Ja, zum Beispiel, wenn ein Gerät nur 4 MB RAM hat, dass man da zum Beispiel auch solche Geräte einsetzen kann. Und hoffentlich kann das Husanet auch auf vielen Embedded Devices, auf sehr, sehr kleinen Geräten laufen kann. Und außerdem hat mein System eine sehr, sehr offene Lizenz, die man benutzen kann. Eine MIT-Lizenz ist das. Das heißt, wenn Firmen es benutzen wollen, die mögen die GPL manchmal nicht. Ja. Und während ich hier bin, möchte ich nochmal dieses Open-Source-Projekt hier empfehlen. Es heißt Robot Operating System, was quasi eine Inspiration für dieses drübergelegte Netzwerk gewesen ist. Ich wollte sehr gerne Elemente oder Teile von Robotern auf verschiedenen Computern laufen lassen, auch wenn sie nicht im selben Netzwerk sind. Und dieses Betriebssystem hat tatsächlich diese Kapazität eingebaut, dass man verschiedene Systeme eines Roboters auf verschiedenen Geräten, Rechnern laufen lassen kann. Und in vielen Fällen kann man dann einfach 10 Zeilen Code schreiben und muss sich über das Mapping auf verschiedene Geräten oder Navigation und sowas keine Gedanken machen. Ja, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier ist die Website, die man sich anschauen kann, wenn man mehr Details wissen möchte. Gutes Timing. Next up is Software Citation. Als nächstes Software Citation, Closing the Gaps in Software Citation Workflow. One at software site key at a time. Okay, danke, dass ihr hergekommen seid zu meinem Talk. Ganz kurz über mich. Ich bin so eine Art Software-Bibliothekar bei der Deutschen Nationalbibliothek für Wissenschaft und Technologie. Und das ist ein Projekt, wo es um Softwareforschung, Softwareentwicklung und Fair-Data-Prinzipien geht. Ich bin aber nicht hier hergeschickt worden von meinem Arbeitgeber. Ja, wie es mit den Zitaten ist. Hier auf dem Kongress habt ihr bestimmt gehört, dass Wissenschaftler sich gegenseitig zitieren, zum Beispiel Journalartikel und Bücher. Wie wir auch gehört haben, gibt es da einiges an Verbesserungspotenzial in dem System. Und die Reproduzierbarkeitskrise hat einiges da verbessert, dass Datensätze und Rohdaten immer mehr zu publizierbaren und zitierbaren arbeiten werden. Wenn wir über Daten sprechen, ist Software nicht weit entfernt, denn etwas Ähnliches gibt es langsam im Softwarebereich. Software wird langsam als ein Standalone-Produkt der wissenschaftlichen Arbeit erkannt. Und auch hier ist es wichtig, dass die Autoren ihren Credit kriegen.
Es gibt eine gewisse Community-Infrastruktur, die sich darum kümmern. So zum Beispiel Debian Science, die R-Community ist da sehr fortgeschritten. SW Math ist für die Mathematiker und SoftwareHeritage.org archiviert einfach nur Source Code und unterstützt so Zitierungen. Aber ich wollte über ein paar Lösungsbeispiele reden, die für jeden relativ leicht zu implementieren sind, egal ob du in sowas involviert bist oder nicht. Zum Beispiel, wenn du ein GitHub-Repo hast und willst, dass deine Software ordentlich zitiert wird in der akademischen Welt, dann kann man es sehr leicht zu einem Service namens Zenodo.org verbinden und für jedes Release-Tag gibt es einen DOI, Digital Object Identifier. Und dieses DOI ist das Rückgrat der akademischen Zitierung von Software. Das ist sehr einfach zu machen und es gibt auch ein kostenloses Backup bei CERN, also ist ganz nett. Die nächste Option sind einfach Citation Files. In vielen Repos findet man diese Uppercase-Dateien, die irgendwie den Wunsch des Autors, wie er zitiert werden möchte und wie die Lizenz angewendet sollte, was passiert, wenn das Paket kopiert, ausdrücken. Und Citation-Dateien sind im Prinzip dasselbe und solange man seinen Wunsch, zitiert werden zu wollen, in BitTeX ausdrücken kann, kann das auch implementiert werden. In diesem Beispiel möchte der Autor, dass ein Buch zitiert wird. Aber keine Angst, es gibt ein Add-Software Citation Key in der Latium BitTeX Welt und den kann man auch versuchen. Die Kompatibilität ist ziemlich gut, nicht perfekt, aber ganz okay. Und ja, man kann sich ein paar Beispiele angucken, wenn es einen interessiert. Beim nächsten sind wir bei automatischen Generatoren, denn man will ja von nicht von JSON von selber tippen. Es gibt ein tool-agnostisches CodeMeta-JSON-Standard. Das Beispiel hier ist von einem R-Package, das dieses JSON-File generiert, und zwar aus dem Community-Native-Metadata-Format für R-Packages. Nennt sich Description und hat ein paar grundlegende Felder über das Softwarepaket. Also, hier geht es um das Anbieten der Metadaten, das ist notwendig. Wenn du als Wissenschaftler ein interessantes Package findest, musst du natürlich wissen, welche Metadaten das Package hat und was davon die Autoren gerne zitiert hätten. Das Anbieten ist also der erste Schritt, aber nicht ausreichend. Wenn ihr mehr machen wollt, im nächsten Jahr, das sieht ganz interessant aus, gibt es ein Projekt namens citeask.org, das so ein bisschen wie Sci-Hub es sehr, sehr einfach macht, herauszufinden, wie man gewisse akademische Werke zitieren kann. Es gibt auch ein Citation-File-Format. Ein bisschen Upstream-Arbeit wäre auch ganz interessant. CodeMeta-R ist zum Beispiel aus der R-Welt, aber andere IDEs, andere Sprachen haben ihr eigenes Metadata-Format und haben oft einen Generator dabei, um diese Generierung von Zitat-Metadata zu ermöglichen. Und für die Benutzer muss es auch einen einfachen Weg geben, Zitat-Metadaten zu importieren. Zenodo nutzt zum Beispiel Translator. Ein Beispiel ist MediaWiki. Media.ccc.de hat noch keinen Video-Extractor. Man kann YouTube zitieren, aber nicht media.ccc.de. Also danke, das ist die Kontaktinformation. Tschüss. Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ist, wenn man was nachschauen will zu diesem Talks, man kann immer in das Wiki reinschauen. Dort ist der Ablaufplan dieser Lightning Talks drin und die meisten waren so freundlich, ihre Slides online zu stellen. Also wenn ihr weitere Informationen braucht, dann schaut das im Wiki bitte nach. Gut. Gut, damit geht's weiter mit Klimaveränderung. Ja, hallo. Ich werde über die Ökonomie des Klimawandels reden. Ich denke, ihr seid alle damit vertraut. Also, die Klimaveränderung ist keine neue Phänomen. Wir kennen das über viele, viele Jahre, Jahrhunderte später festgestellt. Und es gibt eine Korrelation, woran das liegt. Das liegt am CO2-Level sozusagen in der Atmosphäre. Wir wissen nicht genau, wie die Korrelation funktioniert, aber wir haben diese Hypothese des Treibhauseffektes. Und für mich
ich kann es nicht fühlen, diese Erderwärmung. Also warum sollte es mir halt wichtig für mich sein? Und das Ding ist einfach, durch die globale Erwärmung werden halt Schäden verursacht, die durch extreme Wetterevents, Hurricanes zum Beispiel, Trockenzeiten, verschwindende Gletscher, dass sich die Lebensbedingungen zwar nicht in Europa, aber in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel auch in der S, verändern, vielleicht auch nicht überall dort, aber in Bangladesch zum Beispiel, dass das schon sehr hohe Temperaturen hat. Es geht aber auch darum, Sicherstellung von der Nahrungsmittelversorgung und natürlich das Aussterben von Arten, das ist auch noch nicht vom Tisch. Gut, hier gibt es ein weiteres Beispiel, wie halt, was passiert, wenn der Meeresspiegel um einen Meter steigt, dann wissen wir, dass das eine tatsächlich ziemlich große Zerstörung hat, nach sich zieht. Sollten wir radikal aufhören, CO2 auszustoßen? Und die Antwort dafür ist nein, weil CO2 natürlich auch nützliche Dinge tut. Diese Konferenz wäre ohne CO2-Emissionen überhaupt nicht nur möglich gewesen. Man hätte gar nicht anreisen können zum Beispiel. Die Frage ist also, was sind die Schäden? Wir wissen, dass sozusagen, was das Gute an CO2-Ausstoß ist. Wir haben ja das Ticket sozusagen gekauft. Wenn man diese Kurve immer weiter runter geht, dann bekommen wir keine weiteren Benefits von einem zusätzlichen Ausstoß. Deswegen ist die Frage, wie können wir dieses Optimum finden? Es gibt dieses Konzept der sozialen Kosten von CO2, wo man sozusagen, okay, was passiert mit jeder weiteren Tonne CO2? Also ein bisschen schräges Konzept, weil es natürlich ein paar ethische Probleme drin gibt, weil Leben und Überleben einen Wert zugeordnet werden muss, aber es ist trotzdem ein ziemlich mächtiges Tool, um mit Schäden zu quantifizieren. Gibt weitere Probleme, wie rechnet man das auf, wie teilt man das auf in einer sehr, sehr ungleichen Welt? Und natürlich ist das ein Mehrgenerationenproblem, und weil die Schäden ja erst in 100 oder 150 Jahren auftreten könnten. Okay, man muss es also runterrechnen können. Ja, also man kann jetzt sagen, okay, welche Zahlen sind jetzt vernünftig anzunehmen? Also, wir müssen sozusagen, okay, welche Schäden passieren? Wir müssen diese Schäden quasi in dieses Optimum einrechnen können, damit wir ein Optimum halt bekommen. Wir brauchen also eine Art, wie wir Entscheidungsfinden, wie können wir das machen? Das ist ein externes Problem. Es gibt drei mögliche Arten, das einzurechnen, wo man also, wie rechnet man das rein, wenn man für die Kosten nicht bezahlen muss? Eine Möglichkeit, Command and Control. Man kann einfach zum Beispiel was verbieten. Man verbietet Flugzeuge, man verbietet Verbrennungsmotoren. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Steuer zu erheben und sagt, okay, es gibt eine 30-Dollar-Steuer für jede Tonne CO2. Und natürlich gibt es dieses Aufhandeln oder Aushandeln sozusagen von Bedingungen. Gut, so oder so. Es gibt auch so ein Handelsschema, wo man sagt, okay, CO2 muss begrenzt werden und der Rest kann gehandelt werden untereinander. So oder so, man muss am Schluss einen Preis für CO2 quasi festlegen. Und damit haben wir diese Schäden quantifiziert. Wir können die dann also einrechnen und erst dann können wir irgendwie versuchen, ein Optimum zu berechnen. Im Moment sind wir ganz, ganz am rechten Rand draußen und weit weg vom Optimum. Gut, was ich möchte, dass ihr euch merkt, ist, der Klimawandel ist da. Ja, man merkt es halt nicht, es klingt irgendwie komisch, aber die Schäden sind bereits da, sie passieren jetzt. Das ist nicht nur ein Umweltschutzding, sondern es geht einfach um Menschenschutz. Also es gibt allerdings auch eben, wie gesagt, wir haben auch einen Nutzen von CO2 und deswegen brauchen wir ein Optimum, wo wir das Beste für die Gesellschaft bekommen und für jeden. Und um das zu machen, schlage ich vor, wir brauchen einen globalen CO2-Preis für die Emissionen. Vielen Dank. Thank you. Next up is Evolution of the Als nächstes Evolution of the KiCad Library. Habe ich das richtig ausgesprochen? KiCad? Es ist eine Talk über die KiCad Library. Ich werde über die Entwicklung der KiCad Library in den letzten 3 Jahren reden. Für die Leute, die nicht wissen, was KiCad ist: KiCad ist ein Open Source Board Design Automationstool. Was heißt, man kann da drin Boards designen. Vor 2 Jahren bin ich dem Team beigetreten. Zu dem Teil war das Ganze eine Ansammlung von 80 Repositories, sehr schwer zu maintainen. Und für die Contributor war es auch nicht einfacher. Die Library ist jetzt über 10 Jahre alt.
und folgte keinen bestimmten Konventionen, also haben wir das Ganze neu faktorisiert. Leider ist das Ganze nicht so einfach. KiCad hat, wie soll ich das sagen, wenn man ein Symbol in KiCad editiert, wird es automatisch geupdatet, was für Footprints, die nicht existieren, sehr problematisch ist. Wenn man einen Footprint benutzt und updatet, wird das Ganze nicht ordentlich propagiert. 3D-Model haben jetzt die gleiche Form wie die Footprints. Aktuell refaktorisieren wir die Library vollständig in drei große Repositories, eins für Symbole, eins für Footprints und eins für 3D-Module. Das soll das Maintaining, Distributing, Contribution deutlich vereinfachen. Wir haben die License zu CC BY-SA 4.0 und für einige Materialien haben wir Ausnahmen. Wir können also neue Symbole inkludieren, ohne von der Lizenz beeinträchtigt zu werden. Man kann die Library auch ohne Probleme in kommerziellen Projekten verwenden. Ich habe ein paar Zahlen berechnet. Wir haben 9500 Symbole, 8300 Footprints und im Moment eine Tormek Part Library, was heißt, dass wir wesentlich mehr Parts drin haben. Ungefähr die Hälfte der Footprints hat 3D-Modelle, was heißt, dass das kommende KiCad 5 vollen Step-Support hat, was ein sehr gewünschtes Feature ist von professionellen Benutzern. In der Zukunft, nach KiCad 5, wird KiCad 6 ein neues Format für Schematics haben. Wir sind da jetzt schon am Arbeiten, also wird hoffentlich das Problem auf der User-Seite nicht nochmal passieren. Ein großer Teil der Library ist auch Script-generiert, was heißt, dass man in Zukunft wahrscheinlich seine eigenen Naming-Conventions selbst spezifizieren kann und so die eigene Standard-Library from scratch generieren kann. Danke für eure Aufmerksamkeit und für Fragen bin ich später persönlich erreichbar. Next up is, gut, als nächstes kommt, okay, next talk is, okay, have a say in broadcasting. Okay. Hallo, okay, jetzt, gut, der Talk ist in Englisch, also auch in Deutsch. Wir sind eine Gruppe, die eine Anwendung entwickelt, die heißt Rundfunk mitbestimmen. Und wir sind auch auf Twitter, hier seht ihr erstmal unsere ganzen Konten. Und wir entwickeln freie und Open-Source-Software, also sind wir auch auf GitHub. Ja, seit 2013 muss jedes Zuhause, jeder Haushalt in Deutschland für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. Und wir haben gesagt, ja gut, wenn jeder dafür zahlen muss, warum bekommt, kann man nicht mitbestimmen? Tja, und vielleicht haben wir gedacht, vielleicht können wir das mit der Software lösen. Und das ist Rundfunk mitbestimmen, unsere Seite, das ist online, ihr könnt es ausprobieren. Wir haben bereits mehr als 800 Nutzer. Ich werde aus Zeitgründen jetzt keine Demo zeigen, aber ich zeige euch dieses Bild mal und erkläre euch, wie dieses System funktioniert. Also, im Grunde geht es nur um ein Zusammenbringen von Sendungen und Nutzern. Man hat ein virtuelles Budget von 17,50 Euro und man kann das auf die Sendung verteilen, die man unterstützen möchte. Und das ist natürlich interessant von der Datenseite her. Man kann also zum Beispiel Trends über die Zeit sehen. Man kann sehen, okay, was sind die wichtigsten Kategorien. Man kann sogar sagen, okay, kann man da zusammenarbeiten an solchen Dingen. Und es ist ziemlich einfach. Es ist wirklich eigentlich kinderleicht. Niemand hat es einfach nur vorher mal probiert. Also, das ist interessant und auch ziemlich überraschend. Ein Grund für diesen Prototyp ist, dass wir Annahmen testen wollen. Vielleicht denkt ihr halt, okay, ja, ganz bestimmt ist das, was halt in den Einschaltquoten rauskommt. Ne? Und man sieht hier diese Firmen, die für die Einschaltquoten und Quotenermittlung zuständig sind. Und nun ja, tatsächlich ist es unterschiedlich. Es gibt einen Unterschied dazwischen, was möchte ich unterstützen und was möchte ich eigentlich sehen. Und das kann man tatsächlich sehen. Ja, da gibt es sozusagen eine Seite, wo man das prüfen kann. Sind das wirklich die, die ich tatsächlich sehe oder konsumiere? Ja.
Unsere Anwendung hat bereits ein bisschen Medienaufmerksamkeit bekommen. Deutschlandfunk zum Beispiel, Netzpolitik hat sich damit beschäftigt, da gibt es ein Interview von uns. Und also es scheint was Wichtiges zu sein. Und weil das so wichtig ist, werden wir einen Verein anmelden. Und wenn ihr wollt, können wir sozusagen dort Mitglied werden. Kommt einfach zu mir, sprecht mich an. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ich mit Journalisten gesprochen habe, besonders solche aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, naja, wollt ihr wirklich, dass Leute entscheiden, dann können wir unsere Qualität nicht mehr durchsetzen, ja? Ja, dann der öffentliche Wert wird dann dadurch sinken, ja? Und jemand muss ja wissen, dass es natürlich einen Bildungsauftrag gibt, einen politischen Auftrag gibt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland und dass es auch für das Grundrecht auf Zugang zu Informationen geht, damit man sich eine politische Meinung bilden kann. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum sie überhaupt eine Gebühr erheben können. Ich habe das mal gegoogelt, was ist denn jetzt dieser öffentliche Wert? Und das ist ein schöner Zitat. Öffentlicher Wert ist das, was der Öffentlichkeit etwas wert ist, was sie also schätzt. Und die Leute im System, die entscheiden im Moment selber, was für die Öffentlichkeit wichtig ist und was die Öffentlichkeit schätzen sollte und was weiterläuft und was nicht mehr, was an Sendungen abgebrochen wird. Also wollen wir einfach ein Mittel sozusagen in die Welt setzen, um das quasi begreifbar zu machen, um dort Zahlen auf den Tisch zu legen. Wenn das interessant für euch ist, dann kommt einfach zu mir, sprecht mich an. Da gibt's sehr viel mehr zu diesem Thema, als ich in so einem Lightning Talk hier ansagen kann. Und ihr könnt uns, wie gesagt, einfach kontaktieren. Auf jeden Fall ist es so, ich möchte gern, dass ihr euch diese Webseite anguckt und eure Daten dort reinstellt. Vielen herzlichen Dank. Thank you. Next up is Crowdfilter. Als nächstes Crowdfilter. Morning. Morgen. Also, ich bin Cookie, ich habe ein Forschungsprojekt an der TU Dresden, nennt sich Crowdfilter. Und der Gedanke ist, mit Client-Side-Content-Filterung zu experimentieren, statt server- oder plattformseitig. Plattformen wie Twitter, Facebook, Reddit und so weiter haben sehr viel nutzergenerierten Content. Dieser Content muss irgendwie reguliert werden. Wir müssen Leute bezahlen, die sich über Reports ansehen und gegebenenfalls Inhalte löschen, zum Beispiel illegale Inhalte, was dem Recht widerspricht, in dem die Plattform operiert, und Copyright-Probleme, persönliche Personenstandsrecht und so weiter. Der Druck auf diese Plattform ist, dass wenn die Leute fühlen, dass die Plattform Hate Speech und sowas nicht reguliert, verlassen die Nutzer sie, weil sie sich nicht mehr willkommen fühlen. Von der gesetzlichen Seite her, Staaten üben auch Druck auf Plattformen, zum Beispiel über Strafzahlungen, siehe das Netz-DG, oder es kann zu einer Klage kommen, weil eine Plattform illegalen Content hostet, nachdem er schon gemeldet wurde, und das ist ein rechtliches Risiko. Konsequenzen, siehe Facebook, die stellen wiederum andere Firmen ein, die Sachen löschen. Google nutzt sehr viele Algorithmen, die großartig, so größtenteils selbstständig arbeiten. Und das Problem ist, wer reguliert die Regulatoren? Niemand kontrolliert die Regulatoren. Die Plattform könnte sich zum Beispiel entscheiden, Content vorauseilend zu löschen, einfach nur um irgendwelche rechtlichen Probleme zu vermeiden. Das würde bedeuten, dass Content, der an sich nicht illegal ist, trotzdem gelöscht wird. Die Fragen sind, wie wissen wir, dass das keine Zensur ist? Wie wissen wir, dass Content, der gemeldet und gelöscht wird, nicht doch Zensur ist? Und die zweite Frage ist, sollten wir uns nicht über sämtlichen Content unterhalten? Denn wir können keine breite Unterhaltung über Content haben, wenn der einfach nicht existiert. Und drittens, eher eine technische Frage,
Wie können wir dabei kleine Plattformen dabei unterstützen? Weil diese keine tausende Leute einstellen können, die illegale Bilder löschen. Und das ist, wo unser Projekt einsetzt. Es ist im Moment in der Prototypenphase. Es ist ein Firefox-Add-on. Wir sind gerade in Phase 1. Wir klassifizieren Inhalte. Und das Ziel ist, sehr, sehr viel Web-Content zu sammeln. Schlüsselwörter, Text und das mit Klassifizierung zu verbinden. In Phase 2 werden diese crowdgesourcten Klassifizierungen, um Filterlisten zu generieren und die wiederum den Clients zu schicken, sodass der Client sich entscheiden kann, okay, bei Text-Content mit hoher Wahrscheinlichkeit von Hate Speech will ich es nicht sehen und es wird vom Add-on rausgefiltert, clientseitig. Zum Beispiel sieht es so aus, wir haben einen Tweet. Wenn ihr das Panel-Tweet aufhabt, dann könnt ihr auf den Crowdfilter-Button klicken und eine der Klassifizierungen aufrufen. Das Add-on nimmt dann den Inhalt und den Link des Tweets und es wird in einem Backend gespeichert. Zweites Beispiel, GitHub-Issues. Das funktioniert genauso mit dem Button und der Klassifizierung. Und das Backend sieht so aus im Moment. Ist einfach nur ein einfaches Display von Text, URL und Klassifizierung mit der Client-ID und einem Timestamp. Wenn ihr euch dafür interessiert oder euch einfach mal die Web-Extension ansehen wollt, ist auf den neuesten Standards portiert. Man kriegt es unter crowdfilter.wikkeks.eu. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch ein paar nicht-technische Benutzer mir Feedback geben. Ich habe sehr viel Feedback von Linguisten, Soziologen und so weiter, die meine Möglichkeit an Klassifizierung nicht so toll fanden, weil es teilweise sehr breite Kategorien wie Hate Speech sind. Ja, danke. So, als nächstes kommt explodierende Sterne. Guten Morgen. Lasst uns über Astrophysik reden. Vor einer langen, langen Zeit in einer Galaxie, gar nicht so weit weg, ist dieser Stern explodiert. Er strahlt so hell wie eine gesamte Galaxie. Das ist eine Supernova. Eine solche Explosion ist, wo viele der chemischen Elemente um euch herum herkommen. Egal, ob es ums Kalzium in eurem Knochen geht oder das Silizium in euren Lieblingschips, das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, könnte ohne Supernovas nicht existieren. Und trotzdem verstehen wir nicht so richtig, wie diese Explosionen funktionieren. Und selbst sie mit Teleskopen zu beobachten, hilft uns da nicht richtig, denn Teleskope schauen uns nur die Oberfläche von einem Stern. Die können nicht reingucken, wo die Explosion tatsächlich beginnt. Das ist der Grund, warum ich elementare Partikel, also Neutrinos, verwende, um Supernovas zu beobachten. Und die sind wie Geister, die können tatsächlich durch Wände durchgehen oder durch deinen Körper. Und wir können jetzt ein Experiment machen, um Neutrinos zu finden. Um mir zu helfen, bitte gebt mir mal einen Daumen nach oben. Sehr gut, okay. Es gibt zwei Sachen, die jetzt passieren. Erstens, erstmal, ihr gebt mir sozusagen richtig Selbstbewusstseinsboost, das ist cool. Aber andererseits, irgendwo draußen scheint die Sonne und sie produziert eine ganze Menge Neutrinos durch Kernfusion. Die fliegen zur Erde, durch diese Wände hindurch und dann fliegen sie durch deinen Daumennagel. Und genau jetzt, während ihr mir zuhört, gibt es 60 Milliarden Neutrinos, die genau durch deinen Daumennagel fliegen. Jetzt in jeder Sekunde. 60 Milliarden Neutrinos, die genau jetzt in jeder Sekunde durch deinen Daumennagel fliegen. Und du merkst nichts davon. Richtig? Ja. Das ist, wie schwach Neutrinos tatsächlich interagieren. Ich gebe euch jetzt mal ein paar Sekunden, um völlig in Verwunderung auf euren Daumennagel zu gucken. Ja,
ich denke, das demonstriert, dass Neutrinos tatsächlich rauskommen, selbst aus dem Zentrum eines Sternes und Informationen mitbringen können auf die Erde, was dort eigentlich passiert. Aber natürlich, um die zu entdecken, weil sie so schwach interagieren, müssen wir einen riesigen Sensor bauen. Im Grunde bauen wir zwei davon. Dieses Experiment hier heißt Haiba Kamiokande. Und selbst nachdem ich 3 Jahre daran gearbeitet habe, ist die Größe für mich immer noch total unbegreiflich. Also schaut mal, man kann die Eingangshalle der Messe Leipzig des Kongresses in einen dieser Tanks reinbauen. Und wir haben zwei davon. Also der zweite ist frei, dort können wir zumindest die Freiheitsstatue drin ertränken, was wahrscheinlich heutzutage eine politische Metapher ist, aber gut. Okay, was es dazu noch kommt, wir bauen das Ganze in einem Berg, 650 Meter unter der Erde. Da ist also ein Fels auf diesem Sensor, der tatsächlich als Schild gegen kosmische Strahlung und andere Partikel funktioniert. Die kommen die ganze Zeit auf unsere Atmosphäre aus dem freien Weltraum heraus. Und in diesem Sensor gibt es ultrareines Wasser. Und wir haben an diesen Wänden diese hochsensiblen Kameras, die einzelne Photonen entdecken können. Und wenn also ein Neutrino, so ein Wassermolekül in diesem Tank trifft und zum Beispiel ein Elektron rausschlägt dort, dann wird es einen winzigen Blitz ergeben. Und aus der Helle dieses Blitzes können wir ableiten, okay, was war sozusagen die Dichte und die Temperatur in der Supernova, weil je höher das ist, umso höher ist die Energie auch der Neutrinos. Und indem wir die Zahl der Neutrinos zählen, dann können wir tatsächlich messen, wie viele sozusagen Neutrinos emittiert werden zu jedem Zeitpunkt. Dann können wir ausrechnen, okay, welche Reaktionen finden in so einem Stern statt. Auf diese Art und Weise können wir also Millisekunde für Millisekunde gucken, wie so ein Stern explodiert. Und diese chemischen Elemente, die notwendig für das Leben sind, in seiner kosmischen Nachbarschaft ausstreut. Vielen Dank. Thank you. Next up is Photopia. Als nächstes Photopia. Morgen. Morning. Okay. I've brought a few pictures for you, and I'm gonna tell you what I and other people like about them and what we don't like. And I'm not gonna give you the full solution for the problem we're seeing here, but we're looking for help and for comments. These images, the bottom right, Snowden Solidarity Demo 2013, top left, Hamburg, May 1st, bottom right, Gorleben protests, a climate camp, the bottom right, Ende Gelände from 2015, I think, in the Wenzlow open pit mine. And these images are visually interesting, high quality, maybe we're on the same wavelength there. They've got a theme, we like to use the word socially engaged photographic journalism, and with a bit more pathos. It's the images show the problems with building a new world and fighting the old world. And the problem is, they're the tip of the iceberg. I used the super well licensed ones on Flickr, but that's a very small part of what is made every single day in these struggles I told you about. Licensing is often unclear. They're journalistically not very well documented, but they're needed by the left, emancipatory, solidarity, non-fascist
media products need them, but they're hard to find. This is Stuttgart 21 from Flickr. There's a lot of noise in this. You can't really use it if you want to hit a deadline 2 hours away for layout for the next brochure or whatever. Then there's legal problems. This is from October. Sometimes you just make a mistake. We have this about every 1 or 2 years. You may do something wrong with licensing, and some nice people will send you a letter. So we thought, why not do it yourself? But we're not techies, so we can't knock out the whole thing alone. But we want to, and this is our idea, we want to make a platform. We have a campaign website, photopia.cc, and we want to keep quality high. We want to avoid legal problems due to extremely clear licensing. Right now it's CCNC, because we're not planning to take away the business of established photojournalists. And it's about lifting the iceberg a bit, increasing visibility. Here in the bottom right, you can see a sub-page of a labor union. On sub-pages, you often have very important documentation of workers' campaigns, because this sort of thing doesn't hit Flickr. The black and white ones in the middle are more iconographic. In the bottom, the dead student, Benno Ohnesorg, that we have to literally buy back from the German press agency. So, what's this about? Help us spread the message. There's one problem. We've had a donation campaign website for about a month. We're getting a lot of communication, and we're not entirely sure how we should do the dialogue, how we should make it transparent. So if you have any ideas, I'm going to be in the Jugendhackt area for about an hour. I'm always happy to talk to people, critical remarks, and my deck number is 4558. And you can also contact us on the page at photopia.cc. And further, help us, tell people, if you got any spare cash, we can use it. And hopefully we're going to have a solution for this problem. Thank you. Der nächste Vortrag ist Adakompf. Wie man in 31 Tagen eine 3-Track-Konferenz organisiert. Hallo alle. Ich bin Emma, ich bin aus Malmö in Schweden. In diesem Herbst war ich auf einer wundervollen Konferenz namens Food Café, die eine ganze Menge Events im Jahr macht. Wir wollten eine Volltag-Konferenz, die nur sich an Frauen und Transmenschen wendet. Warum wollte man das machen? Nun, weil es gibt einfach die Nachfrage danach. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir ein bestimmtes Datum nehmen und ja, ach, klappt nicht. Okay, wir haben uns also gesagt, okay, in 31 Tagen wollen wir das Ganze machen. So. Gut. Also, es brauchte 31 Tage. Wir haben einen Call for Papers rausgeschickt. Ich habe mich mit meinem großen sozialen Netzwerk verbunden. Und was mir dann klar geworden ist, ist, als ich mich da etwas eingeschränkt habe, zu wem ich spreche, wen ich frage, ist mir klar geworden, oh mein Gott, wie viele Frauen und Transmenschen da draußen sind, die so kompetent sind, dass ich die ich gar nicht angesprochen hätte, wenn es nicht für meine eigene ich hätte dann vor allen Dingen nur die dort haben wollen. Es war sehr, sehr Spaß, das zu machen, denn jeder, mit dem ich geredet habe, da ging es darum, oh ja, ich möchte auf jeden Fall kommen. Ja, total, gute Idee. Ja, natürlich. Ich komme aus San Francisco dahin. Ja, ich komme aus Washington dahin. Oh, ich komme aus London. Oh, ich kann es doch nicht machen. Ach, nee, das klappt nicht.
Und wir hatten also diese wundervolle, diesen allgemeinen Ansatz, dass sozusagen jeder dorthin kommen kann, egal mit welchem Thema. User Experience, Accessible Design, Sicherheit, da ging's, das habe ich mitgemacht. Und wir eher hatten diese ganz wunderbare Lötstation dort. Und ja, ich denke, dass Löten einfach so diese revolutionäre, wunderschöne Kraft hat, denn es sieht sehr kompliziert aus und es ist einfach nicht schwer. Es ist wirklich wie Sticken zum Beispiel, aber halt mit was anderem Material, ja. Ich hatte, wir konnten das in nur 31 Tagen machen, weil wir mit agilen Methoden gearbeitet haben und haben gesagt, okay, was ist unser minimales Produkt, was wir sozusagen brauchen als Konferenz? Und man sieht, es wird ziemlich leicht, das eigene Ego damit ein bisschen zu füttern mit solchem Feedback, was man dann danach bekommt. Und wir wollten es auch ziemlich schnell machen, weil, naja, ihr wisst, ich würde sagen, den Enthusiasmus sozusagen und die Superkräfte der Leute dort mit einsammeln. Und ja, wir können zur nächsten Folie. Weil AdaConf Zero war in Malmö am 25. November. Die AdaConf One wird in Stockholm sein, am 17. März 2018. Die Keynote wird, ist schon festgelegt, Ann-Marie Löwen der Eklund, die ein ganz, ganz wichtiger für das Internet, die ist verhandelt für die DNS Roots und ist eine sehr coole Person und ich brauche natürlich Leute, die Vorträge halten, ich brauche Leute, die Workshops machen, ich will viel mehr Open Source Inhalte dort haben, ich will Leute, die wissen, wie man lötet, ich will Leute, die jede Menge von Technikzeug zusammen mit uns machen wollen. Also bitte, sprecht uns an. Wir haben die Twitter-Handles hier, AdaConf, und ich bin Elmar Stamm. Ja, vielen Dank. Sorry for the clicker trouble, I'll briefly check that. Maybe it has a run out of batteries or something. Okay, seems to work now. So, next up is NeoPG. Als nächstes NeoPG, ein Ersatz für GNUPG. Okay. Okay. Hi, mein Name ist Markus Brinkmann. Also, hallo, mein Name ist Markus Brinkmann. Ich rede hier über NeoPG. Wie er schon sagte, ein Ersatz für GNUPG. GNUPG ist ungefähr eine 500.000 Zeilen Code, C, über 20 Jahre geschrieben. Kaum einer liest den Source Code, aber wenn man ihn liest, kann man interessante und seltsame Sachen finden. Zum Beispiel 400 Command-Line-Optionen, 2 OpenPGP-Parger, weil der erste nicht wiederverwendbar war, ein Custom-HTTP-Client und DNS-Resolver. Und für die, die gerne was kaputt machen, GNUPG arbeitet gerne an seinem eigenen TLS-Library. Wird auf Windows schon verwendet. Also guckt euch das vielleicht mal an. Was GNUPG nicht hat, ist ein Library-Interface, was es Anwendungsprogrammieren erlaubt, GNUPG zu kontrollieren und zu erweitern über das, was schon da ist. Die FAQ sagt sogar, dass es nie so eine Library geben wird. Können wir also nicht einfach eine Library schreiben in der besseren Implementierung? Vielleicht. Aber wir müssen den OpenPGP-Standard implementieren und der ist auch 20 Jahre alt. Kaum einer liest die Standards, aber wenn man sie liest, findet man interessante und seltsame Dinge. Zum Beispiel erlaubt es immer noch MD5 und IDEA, was nicht sicher ist. Und es fehlen wichtige aktuelle Krypto-Algorithmen. Es erfordert auch SHA-1 für Fingerprints und SHA-1 ist im Moment der nächste Hash-Algorithmus, der gebrochen wird. Und, vor 2 Jahren hat die IETF-Arbeitsgruppe sich reorganisiert und an einem Update gearbeitet.
aber letzten Monat wurde das Ganze beendet ohne Ergebnis. Der Secretary hat entschieden, dass es nicht ausreichend Interesse gibt, um die Arbeit der Arbeitsgruppe zu beenden. Das ist schlecht, denn jetzt nutzen wir 20 Jahre alte Standards mit ein paar kleinen Updates von vor ein paar Jahren und es gibt keine Perspektive für zukünftige Verbesserungen. Also habe ich GNU-PG2 geforkt im Oktober und als erstes habe ich es refaktorisiert und zerlegt und veralteten und Legacy-Kram entfernt. Zweitens, ich wollte es mit einer Library und einem neuen Command-Line-Tool ersetzen. Und drittens, neue Features implementieren. Im Moment der Status ist 250.000 Lines Legacy und 2.100 Command-Line-Options. Und ich glaube nicht, dass etwas fehlt. Bis jetzt sieht es gut aus. 3 Monate habe ich schon gearbeitet und es geht noch weiter. In 3 Monaten werden wir sehen. Dann NeoPG wird ein neues Command-Line-Interface implementieren, was Git-Style Subcommands basiert. Es wird ein Kompatibilitätsinterface für NeoPG und GPG2 geben, vielleicht für Farb-Output im Terminal, da könnte man ja dran arbeiten. Und es wird leichter zu kompilieren und zu bauen sein, denn es basiert auf CMake und kommt als ein einzelnes Repository. Und als Plattform haben wir unterstützen alle populären Plattformen. Die Library, die im Moment noch im Planungszustand ist, wird ein High-Level-Interface haben, aber auch ein Full-Featured Low-Level-Interface. Das macht neue Anwendungen möglich. Alle Policy-Entscheidungen werden änderbar sein. Im Bereich Key-Management, Trust-Modelle und Datenverarbeitung, wie zum Beispiel Passwörter. Wir werden einen Großteil der Arbeit delegieren, denn wir sind ein kleines Team und ich wollte nicht meinen eigenen HTTP-Client und so schreiben. Also werde ich für häufig verwendete Sachen Standard-Library verwenden. C++11 kann man effizienter schreiben und werden die kryptografische Library Botan nutzen, die nicht sehr bekannt ist, aber sehr gut designt. Botan alleine kann ungefähr die Hälfte des GNU-PG Software Stacks ersetzen, denn es ist auch TLS mit dabei und viele kryptografische Algorithmen und ein paar interessante Data Processing Sachen. Wir werden uns auf Code Quality konzentrieren, das heißt kontinuierliches Integrationstesting, statische Code-Analytik und so weiter. GNU-PG wird sich auf das Web of Trust und offene Key-Server, die Keys verteilen und User-Identities verteilen, verlassen. Es gibt viele Möglichkeiten, das anders zu machen und wir sollten auch einige davon integrieren. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann guckt euch die Internetseite an, das Blog und könnt vielleicht auf GitHub dem Dev-Team beitreten. Danke. Nun, der letzte Talk vor der Pause, das Recht auf Internetzugriff. Okay. Gut. Hallo, ihr alle. Ich bin Christina und ich werde euch darüber sprechen, ob Internetzugriff ein Menschenrecht sein sollte. Das Ziel dieser Präsentation ist, dieses Konzept näher zu bringen und auch ein paar Aspekte hervorzuheben, die verbessert werden müssen oder die nach Antworten suchen. Erstmal mit ein paar Fakten für das Recht auf Internetzugang. 2016 hat die UN eine nicht bindende Resolution erlassen, dass dieselben Rechte, die Menschen offline haben, also sie auch online haben sollten. Man sieht hier einen Ausschnitt aus diesem Text. Aber selbst wenn das Recht auf Internetzugriff ein Menschenrecht wäre, empfiehlt diese UN-Resolution sozusagen nur Handlungen und es gibt aber keine Durchsetzungsmechanismen da drinnen. Ja. Einige Länder sind selber sozusagen in Aktion getreten. Man sieht hier ein paar Beispiele. Man sieht vor allen Dingen, dass Finnland das erste Land war, das Internetzugriff zu einem Menschenrecht erklärt hat.
Da geht es darum, dass alle Bürger des Landes ein Recht auf eine Breitband-Internetverbindung haben mit einer bestimmten Qualität. Und das Ziel war quasi, dass 1 Mbit/s und beziehungsweise 2015 ging es sogar um eine 100-Mbit-Verbindung, die jedem zur Verfügung stellen muss. Hier sieht man eine Aufteilung sozusagen der Internetnutzer nach geografischer Verteilung. So, man sieht, 40% der Weltbevölkerung haben Internetzugriff, aber es gibt ein paar Argumente gegen dieses Menschenrecht auf Internetzugriff. Ich zeige euch ein paar davon. Das erste Argument ist, es geht um Argumente, um politische Herausforderungen für dieses Recht. Um das praktisch zu machen, müssen Staaten überhaupt erstmal die Infrastruktur und die Gelder haben, um das zu machen. Und das heißt, das ist wirklich schwierig. Ja, diese politischen Herausforderungen sind auch sehr, sehr sensibel. Manche Staaten haben eine Zensur drin, haben Firewalls drin oder inhaftieren Leute, die das Internetzugriff haben. Chinas Firewall ist zum Beispiel ein Beispiel für sowas. Und dass man sieht, dass das Internet sozusagen innerhalb von China auch der chinesischen Souveränität untersteht, ist hier ein Problem. Hier sieht man die dokumentierten Shutdowns in 2016, 2017. Man sieht also, dass für viele davon der Staat überhaupt keinen Grund angegeben hat und für das meiste falsche Gründe angegeben werden. Also hier geht es auch zum Teil darum, Wahlen zu kontrollieren. Wenn man das in den ökonomischen und politischen Kontext sieht, dann ist es wirklich schwierig, dass Staaten dazu zu bekommen, dass sie das Internetzugang als ein Menschenrecht sehen. Das zweite ist, Internetzugriff ist ja mehr so eine Ware oder eine Bequemlichkeit, eine Technik, viel andere als statt ein Menschenrecht. Und das gehört im Moment dem, wird vom Privatsektor bereitgestellt, und um halt das Internet tatsächlich zu benutzen, brauchen sie Strom, sie brauchen ein Terminal, sie brauchen also eine ganze Infrastruktur drumherum. Und das heißt, dort gibt es eine bestimmte Einschränkung eines Menschenrechts möglicherweise, wenn das nicht zur Verfügung steht. Das dritte Argument ist, Internetzugriff ist kein Wert an sich. Es wird zwar in Zusammenhang gedacht mit dem Recht auf freie Rede zum Beispiel, aber natürlich kann man sagen, okay, hier geht es um ein Aufblähen von Menschenrechten verstehen, weil jede Gruppe sagen kann, oh ja, meine Interessen sollten auch ein Menschenrecht werden. Auch außerdem ist das Internet ein Ort, wo halt Verbrechen stattfinden, und das kann ja allein nicht als Wert dastehen und sagen, okay, das ist was Wertvolles. Man kann nicht sagen, das Internet ist ein Werkzeug, das sozusagen plötzlich neue Werte in den Mittelpunkt stellt. Gut. Das vierte Argument sagt, okay, wir haben gar keine klare Vorstellung davon, wie Internetnutzung stattfindet oder die Evolution des Ganzen in der Zukunft. Die Haupteinsatzgebiete des Internets müssen überhaupt erst noch definiert werden, und im Moment gibt es überhaupt keine gesellschaftliche Regulation des Ganzen. Welche Ziele werden online verfolgt? Ja, wie können wir das definieren, was Internet ist, was Internet sein soll? Außerdem kann das zu Situationen führen, wo ein Menschenrecht neu definiert werden muss oder sogar gar nicht mehr als wertvoll gesehen werden könnte. Am Schluss werde ich hier sozusagen ein Zitat von Karl Popper zeigen. Da geht es darum, nur eine kritische Diskussion kann uns sozusagen die Möglichkeit geben, eine Idee von vielen Seiten zu sehen und dann eine korrekte Entscheidung zu treffen. Ich hoffe, euch hat die Präsentation gefallen. Vielen Dank. So, now we're gonna have a break of 15 minutes. See you back at 12:45. So, es wird jetzt eine Pause von 15 Minuten geben. Es geht um 12.45 Uhr weiter. Das war die Übersetzung der ersten Hälfte der Lightning Talks des vierten Tages vom Chaos Communication Congress. Übersetzt haben Duckman und Florian. Nach der Pause geht es mit einem anderen Team weiter. That was the translation of the first half of the Lightning Talks from the fourth day of the Chaos Communication Congress 34 in Leipzig. Your translators were Duckman and Florian. And after the break, a different team will take over. Have a nice day.
Test, Test. Aus der Übersetzerkabine 1 im Saal Borg. Ihr dürft mich gerne ignorieren, während ich hier meinen Hustenbaum umlutsche. On R2.
Okay, it's 12:45 on my watch, so let's continue with the Lightning Talk session. Up next, Privacy Score. Oh, jetzt. Short announcement to the speakers. Please adjust the microphone before you talk, so it points directly at your mouth and captures all the precious sound waves you generate. Wir hören jetzt den nächsten Lightning Talk Privacy Score von der Verfolgung der Verfolger. Hallo zusammen, ich bin Max und ich werde euch kurz ein Projekt vorstellen, das ich gemeinsam mit Domain Kerman, einem Professor an der Universität von Bamberg, mache. Und wir machen das, weil niemand weiß, was auf einer Webseite wirklich passiert, wenn du sie besuchst. Da gibt es vielleicht einen Haufen Third-Party-Trackers, die dich verfolgen. Vor ein paar Tagen wurde eine neue Form der Verfolgung veröffentlicht. And we wanted to establish at least a baseline transparency about what the hell is going on these websites. Wir wollten zumindest mal eine grundsätzliche Idee darüber entwickeln, was auf Webseiten passiert, die einen verfolgen, und haben dafür den Privacy Score erfunden. Der Privacy Score ist ein Werturteil, das dir sagt, wie eine Webseite und ob eine Webseite dich verfolgt. Der Privacy Score wertet aus, ob Trackers und Cookies verwendet werden, ob die Webseite Verschlüsselung verwendet. Sie prüft auf allgemeine Sicherheitseinstellungen und sie prüft auf Information Leaks, das heißt also ungewollte Veröffentlichungen. Außerdem vergleichen wir die Webseiten untereinander. Die Ergebnisse könnt ihr auf der Webseite privacyscore.org anschauen. Und ihr könnt auch die Vergleichsergebnisse der Webseiten untereinander anschauen. Das ist auch eine ganz klasse Idee, den Privacy Score zu veröffentlichen, weil wir da natürlich einen Haufen Abmahnungen und sonstige Drohungen bekommen haben. Das hat uns natürlich ganz gut unterhalten. Außerdem haben wir genau über dieses Thema ein Paper veröffentlicht, ob das, was wir machen, im Rahmen der Gesetze sich bewegt. Und die Antwort ist ja, wir bewegen uns im Rahmen der Gesetze. Welche Technologie verwenden wir, um den Privacy Score zu ermitteln? Wir verwenden Django, wir verwenden OpenWPM und verwenden die als Automatisierungsfrontend und verhalten uns wie ein Browser. Außerdem verwenden wir TestSSL. TestSSL erlaubt uns die Analyse der Verschlüsselungssoftware. Alles, was wir geschrieben haben, veröffentlichen wir als Open Source. Was genau schauen wir uns an? Wenn ihr Vorschläge habt, was genau wir uns auf Webseiten anschauen wollten, dann bitte meldet euch bei uns. Ihr solltet uns nur Dinge vorschlagen, die uns nicht sofort den rechtlichen Risiken aussetzen. Wir hatten auch ein paar Vorschläge, wo wir zum Ergebnis gekommen sind, wenn wir das jetzt machen, dann werden wir wahrscheinlich innerhalb von 1 bis 2 Tagen in Untersuchungshaft landen. Was wir natürlich nicht machen, ist, dass wir euch verfolgen, wenn wir unsere Webseite besuchen. Wir würden gerne ein API für unsere Tools veröffentlichen. Wenn euch das interessiert, dann schaut unser Repository auf GitHub an und legt euch einen Fork an. Und damit komme ich auch schon zum Ende meines Talks. Thank you. Next up is MoonGen Packet Generator. Der nächste ist MoonGen Packet Generator. Hi. Hallo. Ich bin Paul. Ich habe am Anfang dieser Woche einen Talk gegeben. Ich muss sehr, sehr schnell reden.
Und diesmal habe ich mehr Zeit, deshalb kann ich ein bisschen langsamer reden. Wenn Leute von Paketgeneratoren denken, dann denken die von großen schwarzen Boxen mit FPGAs-Hardware. Aber das ist langweilig und dumm. Und deswegen wollen wir das mit Software machen. Und was sind die Probleme, wenn man das in Software macht? Und da gibt es ein paar Sachen, wo Hardware Package Generators am besten sind. Sie sind teuer, schnell und präzise. Aber wenn wir an Software Package Generators gucken, die haben andere Vorteile. Die können auf billiger Standard-Software benutzen, sehr normalerweise sehr langsam und unpräzise, aber die Langsamkeit gibt ihnen eine gewisse Flexibilität. Man kann sehr seltsame Konfigurationen für sehr seltsame Hardware-Sachen benutzen. Was sind die größten Probleme, die ich mit dem Moonjack Generator lösen möchte? Das erste ist die Performance, weil die langsam sind und ich möchte sie nicht langsam haben. Und dann die Zeitmessungspräzision, um halt die Latenz zu messen. Und wenn man das messen möchte, wie schnell das Paket weiterleitet. Und dann braucht man Nanosekunden Präzision und das ist schwer zu bekommen. Und was wir mit Moonjet machen wollen, sind die Vorteile von der Hardware Package Generators und Software Package Generators zu kombinieren. Um das schnell zu machen, ist einfach, dafür benutzen DPDK. Das ist dann schön schnell. Und dann bauen wir unsere ganze API um mehrere Kerne. Und dann erkennen wir automatisch, was für eine Hardware verwendet wird. Und wir pingen das automatisch, sodass wir nicht in Probleme laufen. Und dann benutzen wir alles in user-kontrollierten Lua-Skripten und dann benutzen wir einen sehr schnellen Script-Compiler für Lua. Und wir nutzen keine komplexe Konfiguration wie in anderen Paketgeneratoren. Und hatten Funktionen, die nicht verfügbar waren und nicht konfigurierbar waren und ich musste immer den Code ändern. Und wir haben entschieden, dass es keine Konfiguration gibt, sondern nur Skripte. Und der Code sendet die Pakete in echter Zeit raus. Und wenn man irgendwas raufrufen möchte, dann ruft man die Master Call Function einfach. Und wenn man einen Zähler haben möchte, fügt man einen Counter hinzu. Und dann haben wir einen Code-Generator, der Code für Stacks generiert, für Netzwerk. Die inzwischen verschiedenen Netzwerktypen funktioniert, wo andere Paketgeneratoren scheitern. Aber für genaue Präzision muss man halt Hardware benutzen. Aber wenn man die Datenblätter genau liest und wenn man dann sieht man, dass die Zeitmessungen für PTP-Messungen sind. Und das braucht man nicht und so bekommen wir trotzdem Nanosekunden Präzision. Ist es schnell? Ja. Wenn man sehr kleine Pakete schickt, dann kann man einfach über 10 Gigabit pro Sekunde kommen, pro CPU-Kern. Und unser normaler Paket kriegt so 300.000 Paket. Und dann können wir zu mehreren NICs skalieren und mehrere Queues auf einem NIC. Und die Latenzmesserungen sind auf dem Nanosekunden-Level
und das alles bei speziellen User-definierten Code. Um das zusammenfassen, guckt euch an GitHub an. Es ist Open Source. Dankeschön. Please give a big hand for the translation team. So next up is Om Nom Nom. Der nächste ist Om Nom Nom. Yeah, welcome everybody. Willkommen ihr alle. Ich mag Rosin, ich bin ein Computeringenieur. Und ich habe es. Om Nom Nom ist ein Open-Source Telegram-Chatbot. Und hast a lot of Kantinen-Menüs. In Signal und Telegram in 2015 haben eine Bot-API eingeführt. Und dann haben wir die erste Version des API, des Bots veröffentlicht. Und es hat nur 200 Linien von Code. Und es funktioniert für viele Kantinen und es sieht so aus. Und ich frage hier für die Kantine, der Marktkantine in Berlin und man bekommt die Ausgabe. Viele Leute in der TU Berlin mochten das und viele Jahre später und ein paar mehr Linien Code sieht so aus. Auf der linken Seite seht ihr mich wieder für das gleiche Menü zu fragen. Und dann habt ihr noch weitere Optionen, ob das Essen vegan ist, was die Öffnungszeiten sind und spezielle Informationen. Und es unterstützt 54 Kantinen zurzeit. Es braucht, früher hat es 5 bis 10 Sekunden für eine Antwort gebraucht und heute braucht es 1 Sekunde. Da seht ihr die Kantine, man kann dann scrollen und dann die auswählen, worüber ihr mehr wissen wollt. An der Universität fragen mich Leute, wie es funktioniert. Und daher habe ich mich entschieden, diesen Talk zu geben, um die Interna von diesem Bot zu zeigen. 200 Linien, Linien auf Python-Code bekamen 5 Docker-Container. Ich bekomme eine Nachricht von dem API in der Frontend-Applikation. Es ist ein sehr einfaches Python-Skript, das die Nachricht passt und welche Kantine angefragt ist und welches Datum. Und man kann es auch für morgen abfragen. Dann fragt es die Datenbank ab und antwortet mit dem Menü. Das Schwierige ist, die Informationen in die Redis-Datenbank zu kommen. Dafür gibt es eine Pasken-Aufgabenliste. Da gibt es mehrere Teile. Da gibt es eine Software, die Aufgaben in die Liste tut. Dann gibt es eine, die das Aufgaben aus der Liste tut. Wir haben den Beat-Container. Das organisiert regelmäßige Aufgaben sowie Crons und das passt Dateien und es muss da sein, um alle Webseiten in ein paar Stunden zu parsen. The Worker Container nimmt die Aufgabe und führt die Aufgabe aus. Und für verschiedene Kantinen hat es verschiedene Teile und liest es aus und packt es dann in die Redis-Datenbank. Und sobald Ressourcen verfügbar sind, es wird die nächste Webseite scannen, ohne den Server zu überladen. Das ist alles, was ihr braucht im Prinzip, um das laufen zu lassen. Dann habe ich noch Housekeeping, das sendet Fehlermeldungen zu mir. Falls irgendwas mit dem Bot passiert und schreibt auch ein paar Statistiken raus. Nicht so viel über die User, aber welche Kantinen angefragt worden sind. Das ist alles, was ihr für den Bot braucht. Aber um mein eigenes Leben einfach zu machen, dann habe ich noch ein paar mehr Container dafür gebaut. So sieht es ein bisschen mehr komplizierter aus. Ich habe es ein bisschen überentwickelt. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe ein Deployment Chain, um das auf meinen Server zu bringen. Immer wenn ich einen GitHub Commit habe für eine neue Veröffentlichung, dann lasse ich die Trigger-Tests laufen.
in Drone laufen. Dann bildet es automatisch das neue Docker-Image und wenn das, wenn der Test erfolgreich ist. Und sobald Docker Hub die Images erreicht hat, und dann ruft es einen Webhook auf meinem Server und startet eine neue Veröffentlichung der Container und ersetzt alle Container in der grauen Box oben, wenn nötig. Und meine Zeit ist übrig. Da gibt es ein paar mehr Container über die Webseite und die Dokumentation. Und zurzeit habe ich wie 50 Nachrichten pro Tag. Vielen Dank. It's the last day, we're all a bit slow. And forgot the countdown. Letzter Tag, wir sind heute alle schon ein bisschen langsam. Jetzt habe ich doch glatt den Countdown vergessen. That's maybe a bit difficult for the English-speaking people. Der nächste... Yeah, let's try it anyway. I don't even know if that counts as German, but I think technically it does. A lightning talk with a twang. I'm just gonna get started. The last tags were all in English. Who among you understands Swabian? I'm gonna hold my talk in Swabian because I was. Because I said I'm gonna do my talk in Swabian. If you guys get me 100 retweets, I'm not gonna do it in Bavarian. What the hell is Bavarian anyway? Oh, okay. I could have showed that before, but I mean. What's a man gonna do? I'm gonna deliver what's been ordered. So I said, problem is, if I'm gonna hold a technical talk in Swabian, people are gonna criticize me, say that's not particularly inclusive because, you know, what the heck. So I decided for a non-technical topic, I'm gonna introduce you to the art of making Spätzle, Swabian noodles. Okay, so let's look at the history of noodles. We think they were invented in China. The Swabian version of noodles are Spätzle. Okay, let's look at how Spätzle are made. There's a lot of noodles in the world. There's Italian noodles, there's other noodles, but there's Spätzle. Okay, so pasta and Spätzle, they're quite different. Okay, how do you make Spätzle? The first and most important thing is you need a lot of eggs. People are gonna ask, well, how many eggs do I really need? Well, the answer is a lot. Okay, I need to feed a couple people, so I take about 1 kilogram of flour. There are other people who are more into tasty Spätzle, so they could, some of them make Spätzle with chili. Okay, so now you add water to the flour, you start to stir. Well, my grandma, so, you know, my grandma is about my size, but she's about half as tall as me. And whenever she started to stir one kilogram of flour with the water, she always looked a little bit threatening. Well, now, what do you do? Okay, the next thing is schaben, which means grating the Spätzle from... you need to have... water to boil it, salt water. I would really like to have showed a photograph, but I couldn't be bothered to bring a photograph. So the thing is, when you create the Spätzle, you need to do it fast, one after the other, really fast.
Now, what does tell you when they're ready or not? When the foam rises to the top of your pot, then you know, okay, the Spätzle are ready. Well, you could also use some implements called the Spätzlepresse. And whenever my grandma used the Spätzlepresse, then she called out to me and said, Hans, come, I need to use the Spätzlepresse. Well, problem was, if you use a Spätzlepresse, then you need to go slow, because if you go fast, and I did go fast because I didn't really want to do this for my grandma, then you didn't create Spätzle. I more created kind of worms. Well, now, what do you serve to go along with Spätzle? Well, you could offer Sauerbraten, beef. What do you drink together with Spätzle? Trollinger, Swabian wine. Okay, I think I'm ready. Thanks a lot. Okay, so next up is Freie Software und Freies Wissen Dresden. Nächster Lightning Talk, Free Software and Free Knowledge Dresden. Ja, hallo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Meine Stimme ist vom Kongress etwas lediert. Hi everyone, my voice suffered a little bit from Congress. We're the group who cares about Free Software and Free Knowledge Dresden. Genau, eine Hochschulgruppe ist so eine Vereinigung von Leuten an der Uni, die halt. This talk is about our group at the University of Dresden, and we also try to influence academia politics. Lobbygruppe für freie Software und freies Wissen. Our mission, our self-imposed mission, is that we want to further free software and free knowledge. The university gives us rooms. And here's a list of projects we participated. We created and distributed USB sticks with Debian Linux to the freshmen and also other projects at the university. Why do we do this at university? Of course, university is about knowledge and is about available and open knowledge. One of the problems is that most of the established professors are about channeling knowledge. We also have some dependencies we don't like, where software is part of the canon. We don't like this. We try to change this. And one of the things where we think it's worthwhile to address is that university makes the leaders of tomorrow. How do we do this? We try to offer trainings, sessions. We try to also have a link to businesses. And we try to be a known party in ongoing discussions at the university. And we also try to multiply by being present at our university, but serving as a blueprint for activities at other universities. So here's a quick recipe of how you can make this happen at your university. Roughly three people should get together. You make an initial meeting. It's important that you create recurring meetings
there needs to be a certain infrastructure, a mailing list to coordinate stuff, a website, maybe social media, and then start doing projects. For example, offer a clinic for people with LaTeX questions, with office questions, do crypto parties, do Linux and Tall parties. Okay, now what? Well, of course, now is when you profit. Good. Thanks a lot. We are the group for open knowledge and open software. Fork, what we're doing in real life, ask us if you want to get started with similar work at your university. Thanks a lot. So next up is, das nächste ist, alle Kreaturen sind willkommen. Hello, people. Hallo Leute. Dieser Talk wird nicht sehr einfach zu hören sein, es wird nicht einfach zu geben sein. Und wir als Gruppe müssen stark sein. Nicht jeder muss stark sein die ganze Zeit. Und wenn das ein Moment ist, wo ihr nicht stark genug sein, um das auszuhalten, dann geht bitte raus und ich entschuldige mich für diese Unannehmlichkeiten. Und ich erzähle euch, wo ich herkomme. Mein Hobby ist es, die Welt ein bisschen besser zu machen, als sie vorher war. Und ich sehe, dass da zwei Probleme der Welt sind, die es gibt und die wir nicht wirklich wissen, die wir lösen können. Das ist Neoliberalismus und Krieg. Und dann sind da noch andere Probleme, die wir wahrscheinlich lösen könnten, wenn wir Courage hätten, uns dafür aufzutreten. Und ich bin nicht wirklich qualifiziert, diesen Talk zu geben. Aber ich glaube, die Stille zu diesem Thema hat nur geholfen, dass die Vergewaltigung hat ungefähr 10% aller Menschen und 3% aller Männer betroffen. Wenn wir glauben, dass viele berühmte Mitglieder unserer Community wissen, was angeht, ich möchte nicht darüber reden, über die Anschuldigen, sondern ich möchte über die Reaktion reden. Und dann eine Person hat dies gesagt und dann gibt es Verschwörungstheorien. Und ich habe alles gehört außer Akzeptanz. Was passiert, dass in Amerika alle paar Sekunden passiert, würde auch hier passieren. Und dann habe ich angefangen, Berichte aufzunehmen, um zu zeigen, dass es viele Berichte gibt. Und ich möchte keine Personen in dieser Story beschämen. Aber ich weiß, dass das hier passiert die ganze Zeit. Ich glaube, über die Kultur des Unglaubens zu sprechen, die das hier erlaubt. Und das hier ist etwas, wo das Justizsystem sehr schlecht ist, damit zu richten. Und von den berichteten Vergewaltigungen werden nur 2,2% verurteilt. Wenn unschuldig bis Schuld bewiesen benutzt ist, um die Sicherheit von Leuten zu beschützen, was ich höre, ist nicht mein Problem. Ich kümmere mich nicht. Da gibt es ein paar wichtige Sachen in letzter Zeit, die da machen worden sind. Ich danke dem Security-Team und dem Awareness-Team, um das eine sichere Konferenz machen, um die Konferenz sicher zum Teilnehmen zu machen. Und es ärgert mich, dass eine Person dieses Poster runtergerissen hat und es ärgert mich, dass die Person dabei ist und damit Personen schützt, die wiederholt solche Verbrechen machen.
project, who I sadly did not have the privilege of meeting here. Das ist ein Projekt, wo ich nicht die Ehre hatte, die hier zu mieten. Das ist nicht die einzige Person, die ich kenne, die entschieden hat, zu Hause zu bleiben wegen dieser Kultur. Für mich, der CCC ist eine sehr wichtige Institution, weil es nicht möglich ist, verschiedene Gruppen zu messen und eine andere Kultur zu Silicon Valley und der schlechten Kultur zu entwickeln. Aber wenn wir die Schwachen nicht beschützen können, wie können wir behaupten, dass wir besser sind als Silicon Valley? Ich möchte die großartigen Leistungen des Awareness-Teams und des Security-Teams loben. Und was wir als nächstes ist, dass wir sexuellen Missbrauch als Drama zu bezeichnen. Ich brauche nicht mehr als Statistik, um zu sagen, dass es nicht hier passieren kann, sondern dass es auch passiert. Ich brauche die Stories nicht. Ich lade euch ein, dass die Organisationen von unabhängigen Beobachtern und Zugriff zu allen Treffen und so weiter haben. Aber wir können fordern, dass ein Beobachter zertifiziert, dass das alles berücksichtigt worden ist. Das passiert woanders als auf dem CCC. Wir sind nicht die Schlimmsten, aber wir können besser sein. Thank you. Then next up is civil clauses, a sound approach for banning military use from civil institutions. Nächster Talk, civil clauses. I'm Besto, I'm Kron, thanks. Hallo, ich bin Besto, ich bin Kron. Especially universities. So the problem is, well, please, we all know, please we all stay know in front that of the some, mic. Yeah, sorry. Was ist unser Problem? Some people really love to work for the military. Es gibt Leute, die sind ziemlich geil drauf, im Militär zu dienen. Es gibt andere Leute, die sehr harte Meinungen gegen das Töten von Menschen haben. Something similar, then you might run into the problem that you cannot choose actually the project you are working on. And sometimes you didn't even. An der Universität kann man nicht wirklich auswählen, an was man arbeitet, weil man nur aus der Menge der vorhandenen Projekte auswählt. Das könnte natürlich für einige unter uns auch Konflikte bedeuten. Deswegen arbeiten wir daran, dass Universitäten sich selbst in die Verfassung schreiben, nicht mit dem Militär zusammenzuarbeiten zu wollen. Zum Beispiel hat das Bundesland Bremen 2005 eine sogenannte Ausschlussklausel beschlossen, dass die Forschungsarbeit ausschließlich friedlichen Zwecken dienen soll und nur Zielen dienen soll, die diesen Grundsätzen in der Ausschlussklausel niedergelegt dienen sollen. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Institutions, die sich solchen Ausschlussklauseln unterwerfen, und täglich kommen mehr dazu. Nun, wenn wir kurz an das Zitat Krieg ist Frieden denken, was genau sind denn friedliche Ziele? Am Beispiel der FH Bremen ist ein Beispiel, dass die FH Bremen ein Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr geschlossen hatte und sie einen Informatikkurs für weibliche Soldaten angeboten haben. Und das hat natürlich zum Konflikt geführt. Die Studentenvertretung hat dann folgendes
Poster an der Uni aufgehängt, das sie auch wieder entfernen mussten. Das war eine Persiflage auf die Werbung der Bundeswehr, auch im selben Design. Und natürlich ist das stark der Diskussion unterworfen. Wir glauben daran, dass es tatsächlich eine solche Ausschlau-Klausel geben sollte, damit wir die Freiheit haben, Nein zu sagen. Und wir glauben, dass das ziemlich wichtig ist, weil wenn man sich während seiner Studienzeit an eine bestimmte Universität bindet, dann ist man natürlich den Regelungen dieser Universität unterworfen und hat unter Umständen keine Möglichkeit, zu Projekten Nein zu sagen, die Zwecken dienen, mit denen man unter Umständen selbst nicht einverstanden ist. Außerdem gibt es keine Garantie, dass eigene wissenschaftliche Arbeit, die veröffentlicht wird, nicht für diese Zwecke verwendet wird. Wir glauben, dass wir uns mitten in diesem Kampf befinden und wir sind nach den Lightning Talks hier rechts am Notausgang verfügbar für eure Fragen. Vielen Dank. Thank you. So then next up is Circle of Hope. I think they are taking over the stage then in the majority right now. Die übernehmen gerade in der Mehrheit die Bühne und wir sind nur zwei. All right, let's go. Hello. Lass uns loslegen. Und da oben sind jetzt vier, viele Leute hier. Wir sind von Hackers auf dem Planeten Erde, von der amerikanischen Hacker-Konferenz, und ich jetzt bevor ich erzähle, warum ihr euch um eine amerikanische Hacker-Konferenz kümmern sollt, zu den amerikanischen Hacker, also diese Leute kämpfen für alle uns. Ich habe gestern hier einen tollen Tag gehört über Netzneutralität zu bekommen. Und nachdem sie in den Amerika die Netzneutralität zerstört haben, werden sie nach Europa kommen und die auch zerstören. Und bevor die heute um 4 Uhr gehen, besucht sie im Teehaus und holt euch T-Shirts und unterstützt sie. Und wir haben ja einen Kalender für jede Spende, für jeden Verkauf. Wir haben wirklich jeden Tag, dass irgendwas in der Hacker-Geschichte passiert ist, und am 30.12. ist noch nichts passiert, also tut irgendwas, damit wir diesen das füllen können. Bitcoin to EFF at the CCC. Wouldn't that be amazing? Und es wäre halt cool, wenn irgendjemand einen Bitcoin zu EFF gegeben hätte. Wäre das nicht toll? Und meine anderen Mitorganizer hier? Mitch, Aesthetics und Kyle. Mitch, Aesthetics und Kyle. This is going to be our 12th Hackers on Planet Earth Conference. Das hier ist unsere 12. Hacker auf der Erde-Konferenz. Und das ist inspiriert bei dieser Konferenz. Und das ist der Einfluss ist von dem, was wir alle hier gelernt haben und in unser Land gebracht haben, mit dieser Energie und diesem fantastischen Mix von deutscher Organisation und Anarchie und deutscher Anarchie. Und ich denke, wir haben das Angehen bei Hope in New York statt. Das ist eine großartige Entschuldigung, um die USA zu besuchen. Und es ist a lot of Spaß, und wir haben viele interessante Sprecher und viele interessante Projekte wie Lockpicking und so. Und wir versuchen viele Sachen, die inspiriert sind beim Kongress, und versuchen es ähnlich zu machen. Und wenn ihr den Kongress teilgenommen habt, dann bitte kommt zu Hope und macht jemanden glücklich. The sentiment that the spirit of sharing and at times collaboration has inspired us to do quite a bit of things. One of those things
teilen und das Time Management hat uns auch beeinflusst, sowas in den USA zu machen. Und wir sind wirklich dankbar für einige großen Ideen, die von Events kommen wie diesem Kongress. Und die Vergrößerung der Bandbreite und interessante Sachen mit Infrastruktur. Und wir haben den größten Uplink für eine Konferenz in den USA. Die letzten paar Events hatten wir 10 Gigabit, was ziemlich schnell für uns ist. Und wir planen, das auf 100 Gigabit dieses Jahr zu erhöhen. Das ist eins von vielen Sachen. Wir haben Projekte, Workshops. Bitte fügt Sachen hinzu, teilt und kommt, trefft neue Leute. Wir brauchen Leute aus anderen Teilen der Welt, um mit Amerikanern zu teilen, die nicht reisen, die nicht so zu Ideen ausgesetzt sind. Und das ist, wo Leute wie ihr reinkommt. Und das möchte ich euch zu sagen. Wir wissen, dass Leute Angst davor haben, in die USA zu kommen. Und der Weg, wie ihr Ungerechtigkeit kämpft, ist das zu bekämpfen. Wenn ihr mit etwas unglücklich seid, dann dreht ihr dem nicht den Rücken zu, sondern ihr geht gerade darauf hinzu und ihr legt euch mit dem Fall an. Und das ist der Fall in den USA und das ist der Fall in der Hackerkultur allgemein. Und wir hacken es und wir laufen nicht davon weg. Und ich hoffe für diese Konferenz und für zukünftige Konferenzen, dass ihr uns besucht. Und danke. Thank you. So, then next up is Noisebridge. I think there's some personal overlap there. Yeah. All right. So der nächste Talk. Let me just get up the slides. Selbes Team. All right, let's go. Okay. So we're all part of Noisebridge, part of really the beginning. Wir sind alle Teil des Teams von Noisebridge. Das ist Scotty, das ist Aesthetics. Noisebridge ist einer der ersten Hackerspaces in den USA. Wir sind natürlich stark beeinflusst worden vom Kongress, vom CCC. Wir sind ein anarchistischer Hackerspace und unser Motto ist Be excellent to each other. Und wir haben uns natürlich die Hackerspace Design Patterns zum Vorbild genommen. Noisebridge hat eine ganze Reihe von Aktivitäten. Es gibt Handarbeiten, es gibt Hardware-Hacking. Und wir haben so viele coole Sachen, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Das ist ein Bild von einem unserer ersten Events im Hackerspace Noisebridge. So ähnlich wie hier die Lightning Talks. Etwas, was wir im Laufe unserer Geschichte immer wieder gemacht haben. Was wir super fanden, ist, wir wollten ganz unbedingt einen 3D-Film zeigen und wir haben 3D-Brillen für alle Anwesenden besorgt und haben dann gemeinsam einen 3D-Film angeschaut und das war unser Gründungsmeeting sozusagen. Und dieses Foto, was ihr hier seht, das ist jetzt natürlich nur in Schwarz-Weiß gezeigt. In Wirklichkeit ist es aber ein 3D-Foto. Und um euch nur einen kleinen Ausschnitt der Aktivitäten zu geben, die bei uns so passieren, hier diese paar Fotos. Und wir hoffen, dass wir auch für viele Menschen über die ganze Welt verteilt einen Anreiz bieten, eigene Hackerspaces aufzumachen. Und hier eines unserer Projekte, das natürlich ziemlich beeinflusst ist von Blinken Lights. Und eigentlich wollte ich jetzt hier ein Video zeigen. Das sollte jetzt mal ein Video kommen. Leider gibt es hier nur ein Bild davon. Und was ihr hier seht, wenn ihr mit ein bisschen Fantasie seht, ihr Star Wars.
Und wir haben dieses Jahr unseren 10. Geburtstag mit einer großen Party gefeiert. Wir hatten viele Noisebridge-Teilnehmer mit interessanten Projekten. Wir hatten auch ein paar Überraschungsgäste. Und unsere Gemeinschaft ist nach 10 Jahren gut zusammengewachsen. Wir sind finanziell gut strukturiert, aber trotzdem sehen wir uns einer existenziellen Bedrohung gegenüber. Unser Vermieter hat uns den Mietvertrag gekündigt. Sie haben es uns zwar nicht direkt gesagt, aber wir vermuten, dass sie uns den Mietvertrag gekündigt haben, weil sie Angst vor Inspektoren der Stadt haben. Wir vermuten, dass dahinter einer unserer Nachbarn steckt und die verschiedenen Maschinen und sonstigen Hacks, die wir betreiben, sehen sich natürlich auch zunehmender Kritik der städtischen Inspektoren gegenüber. Und das heißt, wir müssen uns jetzt Wege einfallen lassen, Neusbridge am Leben zu halten und gleichzeitig unser Budget zu verdreifachen, um eine neue Bleibe zu finden. Wir sind immer noch überzeugt davon, dass Neusbridge das richtige Konzept ist, dass wir auf dem rechten Weg sind. Wenn wir auf die Zahlen vom Kongress schauen, von 3.000 auf 5.000 auf 15.000, wir sehen, die Gemeinsamkeit macht uns stark. Wenn wir in der Vergangenheit schauen, wir sind schon mehrmals vor dem Abgrund gestanden. Wir haben uns immer wieder rausgezogen und es hat uns stärker gemacht. Es hat dazu geführt, dass wir in der Gemeinschaft mehr Zeit, mehr Geld investiert haben. Das ist ein Beispiel, das man in jeder Stadt sehen kann, dass die generelle Gentrification ganzer Stadtviertel solche Freiräume gefährden. Wenn ihr auch solche Probleme habt, kommt zu uns, sprecht uns an. Wir sind auch noch auf dem Kongress. Und für den Fall, dass jemand noch Neusbridge-Aufkleber mag, bitteschön. All right, thank you. So that concludes our Lightning Talk session for this day and also for this Congress. Damit sind wir am Ende der Lightning Talks am Tag 4 angekommen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet genauso Spaß wie mir. Einen großen Applaus bitte für alle Sprecher. And also all the, of course, all the angels. Und bitte auch für alle Angels, die uns geholfen haben, das zum Erfolg zu machen.